Eva kommt gemeinsam mit ihrer Mutter Maria gerade beim Einkaufszentrum an. Die Frauen sind auf der Suche nach einem Outfit für Evas standesamtliche Hochzeit und hoffen heute, endlich fündig zu werden. Sofort wecken sie das Interesse des Täters. Ich habe hier zwei Tussis. So wie die aussehen, wird das bestimmt ein teurer Einkauf. Okay, ich sag dir Bescheid, wenn sie rauskommen. Okay, ich hänge mich an den Tussis dran. Mama, ist doch nur Standesamt trotzdem. Ich war schon in so viel Geschäfte. Aber bis jetzt war einfach nichts dabei. Schon, mein Schatz, wir werden schon was finden für dich. Hoffentlich. Aber ja. Hier tut sich was. Und? Ich melde mich später. Meite, du schaust so hübsch aus. Wie für sie gemacht? Es ist perfekt. Was kostet der Overall? 780 Euro. Das ist zu teuer. Ich hab schon so viel fürs Hochzeitskleid ausgegeben. Ich zahl das schon. Mama, das will ich nicht. Jetzt hör auf, du heiratest einmal. Ja? Das hoffe ich zumindest. Wir nehmen den. Danke. So. Darf ich Sie auf ein Glas allein laden? Ja, gern. Als Eva und Maria mit ihrem teuren Einkauf zum Auto gehen, heften sich die Täter sofort an ihre Fersen. Da sind sie. Ich wette, dass die nach Hause fahren. Mein Gefühl sagt mir, dass die noch normal losziehen. Warten. Die Täter hoffen, dass Eva und Maria noch nicht den Heimweg antreten. Und liegen richtig. Jetzt müssen wir unseren erfolgreichen Einkauf auch noch feiern, ha? Gehen wir noch was essen? Aber ich lade dich ein. Geschatzi, das brauchst du nicht machen. Ich weiß, Mama, aber ich will's. Und damit du nicht doch wieder zahlst, bleib ich da. Na gut. Der Täter aktiviert den Störsender, bevor Eva zusperrt. Ihr Fahrzeug bleibt dadurch offen. Scheiße, die sind zurück. Hau ab. Ja, wir fahren nur zu unserem Lieblingsitaliener. Der da hat uns nicht gefallen. Okay, bis später. Ich lieb dich auch. Das gibt's nicht. Was ist denn? Der Taschen, mein Overall, alles weg. Bitte was? Was? Das gibt's doch nicht. Na, du, in das Auto ist einbrochen worden, oder? Keine Ahnung. Wie blöd bist du eigentlich? Ach, entschuldigen Sie, unsere Sachen sind auch weg. Was? Der Overall für meine Hochzeit und die Handtaschen von meiner Mama. Ich rufe jetzt die Polizei. Ja,